Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei uns könnte im Sommer alles gefroren sein. Egal ob Slushies, Eiswürfel, Eistee und natürlich normales Eis. Oh, da können wir uns einfach reinlegen. Aber natürlich ist es, wenn man Kinder hat, nicht so leicht, weil man denen einfach nicht 2-3 Mal am Tag ein richtiges Eis geben möchte, weil da einfach viel zu viel Zucker und Zusätze drin sind. Und deshalb finde ich es immer ganz gut, ein paar leckere Rezepte für Eis, was man selber machen kann, parat zu haben. Und unsere 3 Favoriten möchte ich heute mit euch teilen. Viel Spaß! Für kleine Kinder ist es außerdem praktisch, unter das Eis einen kleinen Auffangschutz zu machen. Diesen Trick kennt ihr wahrscheinlich alle schon, aber was ich noch besser finde, ist, wenn man so ein Stück Zebrarolle nimmt, das ein bisschen faltet, noch einmal falten, noch einmal, so, dann hier in die Mitte einen Ritz macht. So finde ich es eigentlich noch viel besser, weil das dann nicht nur das aufhält, sondern auch ein bisschen aufsaugt und so fließt es dann nicht in diesem Muffinförmchen hin und her und die Hände werden auch noch ein bisschen mehr geschützt. Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann dürft ihr hier oben unseren Kanal abonnieren und hier unten findet ihr noch ein weiteres Video und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann, tschüss! Au kuwaschen. Damit beim Essen, beziehungsweise damit beim Eisessen nicht das Ganze, nein. Wenn es dann mal tropft beim Eis und damit, nein. Damit beim Eisessen, wenn es nicht tropft, nein. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt hier oben unseren Kanal abonnieren. Und da unten kommt ihr noch zu einem weiteren Video. Biene. Oh, Biene. Abbeißen. Abbeißen. Okay. Kalt. Und nicht reinpusten. Was machst du denn da? Nein, du musst es reinsaugen, Nevian. Ich will jetzt noch erklären, wie man Eis isst. Du bist so ein Quatschkopf.